Hi, ihr Lieben. Ja, ich bin's nochmal. Und zwar habe ich nochmal einen Tiddy Hall. Jawohl. Ich bin ja aktuell, ja, ich sag jetzt mal im Junk Journal Fieber. Das heißt, ich habe das für mich entdeckt und probiere mich da gerade ein bisschen aus. Ich kann auch schon mal zeigen, was also wo ich angefangen habe. Ich muss nochmal gucken. Da sind nämlich auch Bilder von mir und den Kindern drin. So sieht erstmal das Cover aus. Ist aber auch noch nicht fertig. Ist alles, wie gesagt, noch in Arbeit. Auf der Hinterseite oder auf der Rückseite ist nur die Postkarte, die immer hier hinten irgendwo rumstand. Die habe ich jetzt auch dafür verwendet. Also ich bin noch nicht ganz so zufrieden. Es ist nicht ganz so sauber geworden. Ich habe es ein bisschen damit der Bordüre hier versucht zu verstecken. Ist dann auch ein bisschen gelungen. Vorher sah es wirklich ganz schlimm aus und es hat sich auch hier so ein bisschen verzogen. Und hier kann man auch schon sehen, dass ich das, ich glaube, man nennt das Signaturen. Jedenfalls habe ich das in einem Video gehört, was ich mir angeschaut habe. Diejenige hat das reingenäht. Das kriege ich irgendwie nicht hin. Ich habe jetzt hier das reingebunden quasi. Ist keine so gute Lösung, denke ich. Aber im Moment hält es. Ja, jetzt habe ich natürlich gleich wieder das. Versuche jetzt mal hier so mal ganz kurz so ein bisschen reinzublättern. Ich glaube, ihr seht auch nicht viel. Ja, das ist die erste Seite. Da ist der Jackie. Hier oben kommt noch was Geschriebenes hin. Ja, die Sticker die hatte ich ja von der lieben Nicole bekommen. Ich glaube, die hatte ich im Adventskalender, den ich nicht gefilmt habe, weil zu der Zeit. Oder habe ich das doch gefilmt, dann im Nachhinein noch? Ich weiß gar nicht. Zu der Zeit hatte ich jetzt nicht so die Zeit, weil Weihnachten war auf Arbeit Stress. Und ja, ich bin ja manchmal noch so ein bisschen am Hadern. Mache ich weiter? Lasse ich es lieber sein? Wen interessiert das? Auf jeden Fall hatte ich die im Weihnachtskalender drinne, im Weihnachtskalendertausch. Und ich fand, weil die ja auch so, hi, hu. Und der Jackie macht das ja hier unten auch. Fand ich, hat das super gepasst, die Sticker. So, die Seite ist frei. Die wird noch gestaltet, da kommt die Sally hin. Die Sally ist ja nun leider nicht mehr da. Die mussten wir nun leider einschläfern lassen damals. Das war ja vom Jack die Schwester. Also vom Jackie die Schwester, die Schwarze. Mit den Harry Potter Strich und den Glückspfötchen. Und ja, will mich da jetzt auch nicht drin verlieren. Auf jeden Fall kommt sie hier auch noch hin, aber die kommt nur auf eine Seite, weil ich habe noch viele, viele andere Fotos von ihr. Da kommt noch ein anderes Album. So, hier sind die zwei anderen Verrückten, nämlich die Cookie und die Socke, also Söckchen, auf dem Balkon. Das war, glaube ich, letztes Jahr. Ich habe vor, ein Album zu machen mit meinem Balkon und Pflanzen und Fotografie, weil ich fotografiere ja total gerne. Dann wird es ein Album geben mit meinem Freund und mir, so ausflugstechnisch. Da weiß ich noch nicht, ob ich das kombiniere, weil ich ja eigentlich auf den Ausflügen immer gerne Blumen oder irgendwas, Käfer oder weiß der Geier was fotografiere. Da weiß ich nicht, ob ich die beiden Themen kombiniere. Und dann möchte ich auch noch ein Album machen, unsere Verkleidung, also unsere Kostüme zu Halloween und Fasching. Und wir gehen ja demnächst jetzt auch wieder nächsten Monat, es ist ja bald schon wieder, haben wir schon Ende Mai, auf eine Kostümparty. Ja, so eine Fotos kommen da rein. Verkleidung quasi. Und natürlich von den Kitties möchte ich auch noch ein Album machen. Also, ihr seht, ich habe viel vor. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, auf den bin ich mit drauf. Ja, bin ich auch drauf. Ja, ich versuche das jetzt mal hier so ein bisschen. Ich habe da keine Lust, so unbedingt mich hier zu zeigen. Ja, das Foto sieht gut aus. Gefallen mir auch auf dem Bild, aber muss ja nicht sein. Jetzt auch wieder der Jackie, da habe ich den gerade auf dem Arm. Hier hatte ich dann mal sowas eingebaut aus einer alten Schachtel, die habe ich aber, fand ich irgendwie schön. Da kommt dann auch noch ein kleines Foto rein. Muss ich mal gucken. Hier ist noch nichts, nein. Kann ich zeigen. Ja, es wird so nach und nach wird das gestaltet hier, die Socke in der alten Wohnung. Da wohnen wir ja nicht mehr. Da war es noch ganz klein und zierlich. Mittlerweile ist es ja ein übelster Toffel. Nach der Sterilisation hat die so zugenommen. Und wahrscheinlich auch eine Lebensmittelallergie im Moment. Jetzt haben wir das Futter umgestellt. Sauteures Futter kriegt die jetzt. Es ist, glaube ich, schon besser geworden. Aber ja, ich vermute, ab zum Tierarzt. Ja. Das steht jetzt auch noch an. Genau, um genau abzuklären, was da los ist. Aber ich habe erstmal, ich meine, getreidefrei. Ich habe vorher da keinen Plan gehabt. Ne?
Und habe mich jetzt ein bisschen kundig gemacht und belesen und so weiter. Und ja, habe jetzt wirklich gutes Futter, was die kriegen. Also kein Schrott. Hier liegt jetzt auch nochmal der Jackie auf dem Balkon. Das war auch letztes Jahr. Bei den Teppich habe ich nicht mehr. Den haben sie zerstört. Ah, ja, das war meine Tomatenpflanze. Ja, da hatte ich richtig Glück mit den Tomaten letztes Jahr. Also wir haben ja wirklich bis in den Herbst hinein noch Tomaten geerntet. Wahnsinn. Dafür ist die Paprika nichts geworden. Und bei meinem Schwiegervater war es genau, von denen hatte ich ja die Pflanzen, bei denen war es genau umgedreht. Der hatte mit der Paprika Glück und die Tomaten sind nichts geworden. Das war so lustig, weil ja eigentlich waren die nur bei mir hier im Topf und er hat ja richtig, die haben ja Haus mit Garten und alles. Das war auch irgendwie komisch, dass es auf dem Balkon besser geworden ist, als im Garten. So, das habe ich mir abgemacht. Das war irgendwo dran. Ach, bei den Einkaufsnetz vom Teddy, was ich gekauft habe. Das zeige ich jetzt nicht. Das habe ich hinten aufs Fahrrad gespannt, weil manchmal hüpfen mir Sachen raus. Ich habe schon Blumen verloren. Ich habe schon Spülmittel verloren. Was habe ich noch? Meine Brötchen, mein Essen. So, und jetzt habe ich so ein Netz drüber gespannt, weil ich bin ja auch manchmal ein bisschen fahre über Stein und Berg. Und dann hüpfen hinten in den Korb die Sachen raus. Und ja, das passiert jetzt nicht mehr. Ja, schön. Manchmal. Die Erinnerung. Genau, hier ist alles, wie gesagt, noch frei. Manche Seiten hier hinten habe ich dann schon hier. Das ist eine Postkarte, glaube ich, vom Tiergeschäft, die ich mal mitgenommen hatte. Die war ewig am Kühlschrank. Jetzt habe ich sie hier reingemacht. Ja, das war das erste Foto von Söckchen, als wir, also da haben wir gesagt, wir wollen keine Katzen weiter. Die Sally war verstorben. Wir hatten noch eine in Aussicht. Die Geschichte ist jetzt ein bisschen zu lange. Jedenfalls hatte der Kater Depression, hat nicht mehr gefressen und mir wurde dann, weil der so jung war, empfohlen, uns noch eine Katze anzuschaffen, der trauert. So, naja, und da hatten wir eine in Aussicht, die war aber in Quarantäne aus dem Tierheim, also Katzenhaus. Und auf einmal fragte jemand, ja, habt ihr schon eine Katze? Seid ihr interessiert? Ich so, nee, wir haben eine, brauchst du nicht vermitteln, bla 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 bla. Und auf einmal kamen 13 Bilder per WhatsApp. Und eine süßer wie die andere, man kann es nicht anders sagen. Und ja, das war die Socke. Die ist ja jetzt unsere Socke. Ja, hier war die Sally, die verstorben ist in der alten Wohnung. Die hat immer gerne aus dem Fenster geguckt. Oh, das war so schön hier, dieser Sonnenuntergang und die Sally. Ja, das sind ein paar aus dem Internet ausgedruckte Bilder, die ich ganz lustig fand. Irgendwo gibt es ja auch noch das Bild von der Cookie, wo die so klein war. Hier sieht man die Socke, wie sie wieder auf dem Tisch sitzt und nicht hört. Ja? Und dann guckt sie ja auch noch so, als wenn, guck mal, wo ich sitze. Ja, da hatte ich auch gerade gemalt hier. Und hier drüben ist die Cookie auch wieder. Die schmeißen sie immer gerne auf meine Bastelsachen. Ich weiß nicht warum. Und hier ist der Jackie im Bastelzimmer und guckt hier. Hier sind lauter so Stempelabdrücke drin gewesen. Und lauter so kleine Leinwände und so Schnipsel und so ein Kram. Und da hat er sich reingesetzt und rausgeguckt. Auch sehr lustig. So, hier auch wieder die Socke. Hier waren lauter Stifte drinne, in den Karton. Ach, nicht Socke, die Cookie hat sich hier gleich mal reingeschmissen. Ja, Kartons sind ja für Katzen sowieso, ne? Und auch hier drüben sieht man wieder unsere Bastelkatze. Hier bin ich auch wieder gerade am Basteln, also am Stempel ausmalen und die hat sich gleich wieder dazu geschmissen. Also hier unten liegen auch noch, sieht man noch eine Verpackung von Stempeln, hat sie sich wieder drauf geworfen. Ja, auch wieder der Jackie. Hier im Wohnzimmer sitzt er da. Hier sind meine Geburtstagsblumen von meinem Schatzi. Hat er mir geschenkt. Das war auch letztes Jahr. Die habe ich zum 40. gekriegt. Hier diesen wunderschönen Blumenstrauß. Und ich liebe ja Sonnenblumen. Ich kriege immer wunderschöne Sträuße von meinem Schatzi. Ja, und manchmal mit Sonnenblumen, manchmal ohne. Aber zum Geburtstag habe ich eben mit Sonnenblume. Und fand ich halt so süß. Ich saß gerade auf der Couch und er guckte so. Und habe ich gesagt: So, Handy, zack, Bild. Genau. Hier sind auch die beiden, wie sie gerade aus dem Fenster rausgucken. Dann kam ich um die Ecke und dann haben sie gedacht, es gibt gleich was zu essen. Und dann haben sie mir alle beide angeschaut. Auch gleich wieder zack, Handybild. Ne? Ja, hier bin ich wieder drauf. Jetzt überlege ich. Ach, scheiß drauf. Ja, hier bin ich wieder drauf. Da hatte ich noch meine Dreadlocks mit Söckchen. Söckchen ist ja meine Seelenkatze. Die hängt ja immer bei mir. Also die macht auch, glaube ich, wieder vor der Tür Stress, aber im Moment liegen ja so viele kleine Teile rum, weil ich ja bastle, dass ich Angst habe, dass hier mal, die knabbert ja auch an allen dran rum, das ist ja das Schlimme. Sie durfte ja hier rein, aber die frisst ja alles. Also egal, ob es ein Gummi ist oder ein kleines Stück Folie oder, also bei der muss man so aufpassen, die geht an alles ran. Also hier zum Beispiel dieses,
Ja, aber die jetzt dran rumfressen. Also die ist furchtbar. Das machen die anderen nicht. Ja, hier liegt sie gerade bei meinem Sohn im Bettchen und macht Kuschelkuschel mit dem Hund hier. Oder was das war, ein Wolf, ein Hund, irgendwie so. Hier ist der Niki drauf, also mein Sohn, den muss ich jetzt nicht zeigen. Hier ist er auch mit drauf. Da guckt der Chicky gerade so blöd, da sitzen wir gerade auf der Couch. So, hier drüben ist mein jüngster Sohn, Mutter, den halte ich mal zu hier. So ein bisschen mit der Cookie, kann man nicht sehen, da machen sie gerade Faxen. Eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Bild. Wenn das Album fertig ist, werde ich es auch nochmal intensiver zeigen. So, hier bin ich drauf, aber nur meine Füße, meine geilen Socken. Ich liebe diese Socken. Ich liebe ja so verrückte Socken. Und der Jackie, da hat er sich gerade vor mich geschmissen. So, und als wenn, naja, wird's jetzt mal mit essen? Ja, und ich glaube, das war's schon. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Wie ihr seht, sind hier noch viele leere Seiten. Bei manchen Seiten will ich was reinschreiben. Ja, eigentlich wollte ich meinen Haul zeigen, aber es ist auch mal schön, glaube ich, dass ich auch mal was Gebasteltes zeige. Das war ein wunderschöner Block, den ich vor kurzem geschenkt gekriegt habe. Mit so Vintage-Sachen drin. Hier eine alte Buchseite. Also ich habe schon versucht, mich so ein bisschen an diesen Junk. Ich kenne mich damit nicht aus. Ist für mich neu. Ist da draußen irgend so ein Müllauto oder irgendwas? Ich habe schon versucht, das so ein bisschen so zu gestalten, wie man es halt macht. Aber da es mein erstes ist quasi, ihr seht das hier, hier sind die Bu so reingebunden quasi. Ich weiß nicht, ob das hält auf Dauer. Ich weiß es nicht. Ich werde es testen. Wie gesagt, die Bilder sind so eingeklebt, dass ich sie auch wieder entfernen kann. Das wäre jetzt nicht so dramatisch. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn dieses Album hält. Aber ich sage jetzt mal so, man guckt das ja auch nicht jeden Tag 10.000 Mal an. Ja, und hier oben kommt dann noch irgend so ein Gebamsel hin. Mal sehen. Ich weiß, es ist jetzt nicht so perfekt. Aber fürs erste Mal bin ich ganz zufrieden. So, das war erstmal so ein kleines Bastel-Update. Damit beschäftige ich mich gerade. Am Malen bin ich auch, wie ihr seht. Das habe ich vor einem Jahr angefangen, das Bild. Und mache jetzt erst weiter. Das ist auch Wahnsinn. So, ja, das war runtergesetzt beim Teddy, wie man sehen kann, ne? Nicht viel, aber immerhin. Und das sind so kleine Abschnitte und die kann man ja super für so ein Junk Journal gebrauchen. Die habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt in einem Video. Die sind jetzt nicht neu. Hier ist nämlich das Bärchen, wo ich auch gesagt habe, alles was mit. Oder hier die Biene, da hatte ich auch, glaube ich, irgendwas dazu gesagt. Ja, lauter kleine so Abschnitte, Sprüche und so. Also, das kann man ja wirklich für Postkarten, für Junk Journal, für alles. Man das gebrauchen. Deswegen durfte das jetzt noch mal zweimal mit. Hätte ich auch so mitgenommen, weil ich diese Abschnitte immer sehr schön finde. So, dann habe ich mitgenommen, musste natürlich mit, die haben jetzt schon wieder reduzierte Halloween-Sachen. Also, wenn ich jetzt sehe, das wurde hier noch mal reduziert, auch im Mai, wir haben ja jetzt Ende Mai, am 6.5., hier steht es mal drauf, 55 Cent haben sie das jetzt noch mal reduziert. Die hatten das aber schon mal im April, da habe ich es nicht gesehen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und außerdem ist ja Halloween bald wieder. Also, ne, verstehe ich nicht. Es hängen da Halloween-Sachen das die ganze Zeit. Ich weiß es gar nicht. Ist mir auch egal. Ich möchte die Fledermaus ja nachbasteln. Würde vielleicht auch für so ein Junk Journal. Ne? Ich habe ja, wie gesagt, vor unserer Verkleidungen, und das ist ja meistens zu Halloween, könnte man dieses Set hier nämlich auch gebrauchen. Zum Beispiel aufs Cover vorne drauf. Ja, dann die Osterkiste. Muss die auch noch mal so ein bisschen rumschluren, ne? Hier so eine Torten-Kuchendekoration werde ich wahrscheinlich auch anderweitig benutzen. Vielleicht im Blumenstrauß rein. Ich habe ja immer Blumensträuße stehen, auch Ostern. Für die Torte weiß ich nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Keine Ahnung. So, dann hier so eine. Was ist denn das? Servettenringe, dachte ich erst. Jetzt steht hier Bastelmaterial. Ja, so eine Hasen. Entweder kann man die hier mit Harz ausfüllen und ein Gesicht draus machen noch. Oder wirklich als Servettenring. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Für was das so wirklich gedacht ist, habe ich trotzdem mitgenommen. 20 Cent lasse ich natürlich nicht liegen. So, was haben wir noch? Nochmal Halloween. Also wie gesagt, da lagen einige Halloween-Sachen rum und ich muss ganz ehrlich sagen, bin am Überlegen für die Preise, also ne, für den Preis hier. 55 Cent für das Skelett finde ich auch cool. Ob ich das hinhänge, weiß ich jetzt nicht, aber zusammen wäre ich bestimmt.
ob ich noch mal hingehe und mir den anderen Krempel auch noch hole, falls der noch da ist, weiß ich nicht. Ach, ich werde nachher mal hinfahren. Nach der Arbeit gleich. Ja, hier auch wieder im vierten, fünften Runde gesetzt. Dieses kleine Körbchen kann man ja auch für andere noch. Also, habe ich gerade Ananas gesagt? Ich bin ja auch ein Doofi. Kann man auch für andere Sachen noch benutzen. Das Häschen kann man, denke ich mal, rausmachen. So, dann normal, nicht reduziert. Oh, ich liebe diese Sterne. Ja, ich weiß, ich kaufe die immer wieder. Aber ich benutze die auch und habe euch ja schon einige Beispiele gezeigt, wo ich immer diese kleinen süßen Sachen benutze. So, und das war's jetzt eigentlich fast. Hier nochmal diese komische Zauberwolle oder was das hier ist. Ja, war wieder der Preis. Märchenwolle. Ich glaube, das ist die, die man bügeln kann. Also, wenn jemand das weiß, kann der mir das bitte mal sagen. Ist das die, die man so bügeln kann und die dann so ganz komisch. Märchenwolle, Zauberwolle hieß das damals bei QVC, sau teuer, weiß ich noch. Ist das dasselbe? Ansonsten probiere ich das einfach mal. Ich weiß noch, wie das funktioniert. So, Sternaufkleber für mein Fahrrad. Nicht lachen. Mein Fahrrad ist sowieso total verrückt. Also die Kunden lachen schon immer und sagen, das wird immer bunter. Ich liebe dieses Fahrrad. Da kommen noch Sticker drauf. Blumen sind ja schon dran. Ja, das kommt auch ans Fahrrad. Aber die Eier mache ich natürlich ab, weil das ist aus der Osterabteilung hier auch für 55 Cent. Und da kommen noch andere Blumen ran. Und dann kommt das auch irgendwo an den Lenker dran. Und zu guter Letzt hat sich jetzt leider verfriemelt, für meine gebastelten Ohrringe nochmal hier die, weil ich die schön finde, die kann man ja so einklicken. Seht ihr ja. Nochmal so Kreolen für 20 Cent. Jawohl. Das war's. Wie gesagt, ich werde heute nochmal hinfahren. Also macht euch drauf gefasst, dass da noch ein Haul kommt. Und gucke mal noch, was da noch an Halloween. Das waren drei Kisten Halloween-Zeug reduziert. Und ich habe ganz ehrlich die zwei Sachen genommen und bin abgedampft. Weil ich gedacht habe, oh nee, Halloween-Zeug kommt. Du hast kistenweise Halloween-Zeug. Lass es. Aber erstmal im Ernst, 55 Cent, 20 Cent. Was willst du da verkehrt machen? Genau. Halt, eine Sache fehlt noch. Ich sehe gerade, es sind doch drei Sachen. Ich habe doch gewusst, dass es drei Sachen waren. So, hier noch diese Ballons oder komischen Dinge. Muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Ja, die drei Halloween-Sachen habe ich genommen und die anderen Sachen, die ich euch gezeigt habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, ich werde noch ein Video machen. Da kommen dann die anderen Sachen, die ich dann heute kaufe. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Seid schön kreativ und bis dahin. Ciao!